Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft. Jetzt, wie man sehen kann, im Hintergrund mit einem etwas anderen Shader. Wie ich habe mal den Silo-Shader ausprobiert. Keine Ahnung, ob der gut ist, ob der was bringt. Wir schauen es ihm an. Wahrscheinlich ruckelt es trotzdem. Ganz einfach, weil, ja, ist jetzt nicht so die Welt, ne? Ganz einfach, weil wir hier in unserem überfüllten Mega-Chunk sind. Gut, aber das hat es halt so. Das sieht es halt so mit sich, wenn man halt alles überfüllt hat. Es ruckelt. Es ruckelt und zuckelt und buckelt. Und wir gehen jetzt erstmal schlafen. Wie soll es anders sein? Natürlich. Und ich glaube, ich möchte jetzt auch hoch das Schwert gleich erstmal weglegen. Du kannst nur nachts schlafen. Es ist doch schon nachts. Boah, das sieht aber schon. Sieht aber schon nice aus, oder? Also ich finde, das sieht schon nice aus. So, wir haben eine erfolgreiche Reise hinter uns, gelle. Ist jetzt hier wieder eine neue Aufnahmesession. Alter, das sieht genial aus. Alter, das sieht... Boah. Das sieht voll cool aus. Wow. Alter, den Shader behalte ich. Und ich räusper mich wieder viel zu viel. Ich weiß, es tut mir leid. So, was haben wir gemacht? Wir haben so vieles. Moment mal. So, wenn jetzt alles mit dem Muten geklappt hat, bla bla bla, ihr kennt es ja. Ansonsten sorry dafür, dass ich so ewig laut reingehustet habe jetzt gerade eben oder reingeräuspert habe. Boah, aber Sonnenaufgang ist auch genial, ne? Alter, ist schon schön, ne? Birdie! Birdie, mein Freund! Na du? Wie ist das denn jetzt? Brauchst du noch Melonensamen, um dich... Pflanzt du dich alleine fort? Kommst du nicht raus? Ich probiere das nochmal. Genau, einfach so. Ups. Ja, ich weiß, es ruckelt, liebe Leute. Es tut mir auch echt leid, aber machst du nichts, ne? So, gucken wir mal. So, die packen wir mal hier hin. Alter, wie viel Kohle wir haben, ne? Ja, hast du Bock? Hast du Bock? Nee, also alleine machst du nichts. Ich glaube, ich muss noch mal in die Wüste. Wenn wir halt noch einen weiteren Straußenjungen hier haben wollen. Oder vielleicht auch Mädchen, keine Ahnung. Ein Straußenvogel halt, gell? Oh, ist das schön. Der Shader ist voll schön. Aber ich habe keinen Bock, jetzt den auszuschalten, weil es so ruckelt. Ruckelt. Ja, und das ist wirklich tatsächlich. Ich habe auch schon genügend. Guckt doch mal hier oben rechts. Seht ihr es? Ich habe 8 Megabyte. Ach, 8 Megabyte. Ich habe 8 Megabyte Arbeitsspeicher zugewiesen. Das soll ja wohl reichen, wa? Hier einen Bogen sehen. Kann ich mich hier hinrauen? Alter, guck mal, wie wenig Kohle wir noch hatten. Das ist schon echt, ne? Sehr spärlich. So. Und so. Die können wir hier lassen für uns. Das können wir auch wegnehmen. Oben ist dann wieder Redstone. Was wir nicht gebrauchen können. Ja, Kies haben wir. Hallo? Kies haben wir einiges. Aber nicht bei der Erde, sondern beim Kies. Oh mein Gott. Ey. Kies, Kies. Ich schaue gerade, aber irgendwie ist da jetzt nicht wirklich was Weltbewegendes an. Ja, halt die Klappe. Sollen wir Schwert und Spitzhacke wieder wegpacken? Ich würde sagen, ja, ne? Das war jetzt wirklich so Ausnahmesession. Ja, ich habe irgendwie Angst um meine Sachen. Ich habe irgendwie Angst. Wir haben ja unser Schwert. Hier. Und unsere Spitzhacke, unsere Treue haben wir ja hier. Und jetzt haben wir wieder ein bisschen Eisen. Hier, einmal hier. 27. Ist jetzt nicht viel, ne? Aber ist immerhin. So, was ich euch zeigen wollte, was ich gerne machen würde... Wobei, warte mal kurz. Das ist laut. Laut. Ja, pass auf. Erstmal haben wir noch ein paar. Das und das. Und das ist nicht viel. Das brauchen wir auch noch. Ich brauche mehr Birke. Nein, nicht Birke, Karados. Unwitzig. So, jetzt haben wir hier keine Birke, ne? Ernsthaft, wir haben hier keine Birke. Boah, haben wir eine Axt. Oh Gott im Himmel, das ist echt nicht. Gut,
Dann schauen wir mal hier nach. Birkensetzlinge. Da haben wir jetzt mehr als genug. Ja, die Melonensamen brauche ich jetzt dann doch nicht. Nahrung. Packen wir mal die Melonensamen beflissen hier rein. Ach, beflissen. Ja, Birdie. Birdie, so nicht, mein Freund. So. Werden hier erstmal ein paar Birken gepflanzt, gell? So. Dann habe ich schon wieder kein Gesprächsthema hier. Ist doch sowieso mehr spontan. Ich wollte ursprünglich ja Injustice 2 aufnehmen. Ist auch ein Dauergerner. Dauergag oder so. Keine Ahnung. Ich wollte das wirklich aufnehmen, Leute. So. Also wenn jetzt hier bald nicht alles birkig ist, dann weiß ich auch nicht. Hier kommen, dann hauen wir mal die Dinger hier weg. So, wir zählen natürlich nach. Lalalalalala. Das Problem ist immer, wenn ich immer so spät aufnehme in der letzten Session, dann nehme ich immer bis tief in die Nacht auf und dann bin ich teilweise so dösig, weiß ich schon gar nicht mehr, was ich sage. Und dann am nächsten Tag, wenn ich dann halt wieder fit bin, denke ich mir, habe ich das schon gesagt? Und wenn ja, wie habe ich das gesagt? Habe ich es auch ausführlich gesagt? Weil ein ganz großes Problem bei mir ist auch immer, ich spreche Themen an, dann habe ich verschiedene Themen, dann spreche ich die an, möchte die eigentlich viel weiter, also mich mit der Materie auseinandersetzen. Dann irgendwann mittendrin breche ich ab aus Gründen. Dann habe ich wieder irgendwas gesehen, irgendwas entdeckt. Und dann... Ich bin so sprunghaft. Und dann komme ich eigentlich nie dazu, das Thema, was ich ansprechen wollte, auch wirklich bis zum Ende durchzuziehen. Und das ist dann auch ein bisschen ärgerlich. So, kann ich denn hier irgendwas weg, falls ich denn mal Setzdinge einsammle. Ich weiß, warte mal, wie viele Bäume haben wir jetzt? Eins... So, 1, 2, 3 haben wir jetzt, ne? Das ist der vierte. 5, 6, 6 Bäume haben wir insgesamt. Bin mal gespannt, wir müssen ja mindestens 6 Setzlinge rauskriegen, damit wir zumindest wieder auf plus minus 0 kommen. Sehr unbefriedigend, der Gedanke. Das sind doch 7. Hä? Das waren doch jetzt 7. 1, 2, 3, 4, ne. 5, 6 Bäume. 7, was? Egal. Ich bin eigentlich wach, aber trotzdem wieder dösig, ey, ohne Worte. Lalalala. Ernsthaft, ne? Oh Gott. Ich bin auch schon leicht verschnupft, merkt man wieder, oder? Tut mir leid. Nee, so schlimm ist es natürlich nicht. Also eigentlich ist es schon ein bisschen mies, aber... So, wir haben 3. Ey, die sollten eigentlich hier hin. So, wir haben 4. Bis jetzt eigentlich okay. Vielleicht haben wir ja Glück. Eine richtige Population an Urwaldbäumen werden wir wohl nicht kriegen. Ich hätte gerne einen Urwald. Den suche ich auch als nächstes, ganz ehrlich. Wenn ich dann wirklich offscreen, habe ich ja schon mal gemacht, vor etlichen Folgen. Aber ich möchte wirklich offscreen jetzt mal einen Urwald suchen. Dschungel also. Ich möchte gerne ein Dschungelbiom. Will ich einfach haben, sorry. So, du auch noch. Dann haben wir hier diese komischen Bäume weg. Damit wir endlich mal wieder Platz haben, um Birken zu pflanzen und zu fällen. Das ist genau das Vorhaben, was ich eigentlich geplant habe. Nicht. So, 6 Setzlinge. Das ist jetzt nicht die Welt, aber... Bis jetzt ist plus minus 0. Das sind 7. Hey, bin ich blöd? Oh nein! Habe ich die denn zu Hause genommen, Birdie? Hey, Vögelchen, ja, ist ja gut. Machst du so komische Geräusche? Das ist ja wie ein Straußenvogel. Hä? Das war doch 1A das Geräusch vom Strauß. Jetzt fliegt nicht weg. Hier könnte ich echt mal so eine kleine Brücke rüber machen, ne? Muss jetzt nichts Großes sein. Vielleicht mit ein paar Slabs und Baumstämmen und so weiter hier rüber. Irgendwie was Schönes halt. Ah, guck mal. Ui. Ich werde jetzt aber auch nichts Neues pflanzen, gell?
Hier, guck mal hier. Oh, Alter, 10 Stück. Oha. Oha, das lohnt sich ja tatsächlich. Noch einer. Ja. Endlich ist es soweit. Endlich. Es macht sich bezahlt. Und wisst ihr was? Da können wir auch nebenbei noch ein paar Birken schlagen. Also, Urwald, ich komme. Lalalala. Birke, Birke, Birke. Und ich möchte auch, weil das ist immer so blöd, wenn ich jetzt so viel im Voraus aufnehme. Alles, was ich jetzt neu mache, vor allen Dingen, ja, es müsste jetzt oder heute oder morgen müsste schon der 24.12. sein. Ach du Schande. Habt ihr schon ein bisschen weit im Voraus aufgenommen? Also, wenn mich jetzt nicht mein rechnerisches Denkvermögen irgendwie trübt, dann müssen wir, wie gesagt, heute oder morgen schon Heiligabend haben. Ist schon soweit. Ich habe hier noch November, Anfang November und bin gar nicht so in Weihnachtsstimmung. Manche sind ja schon im August, September, Oktober in Weihnachtsstimmung. Verstehe ich nicht. Und dann verteidigen sich die Leute mit irgendwelchen Spruchbildern auf Facebook, auf denen steht, ja, Leute, die sehr früh schon in vorweihnachtlicher Stimmung sind, sind nachweislich intelligent. Also denke ich mir so, hä? Warum musst du, hä, warum, wofür? Bin ich jetzt blöde? Heißt das, ich bin weniger intelligent, weil ich jetzt nicht so die weihnachtliche Vorfreude im August schon habe? Ehrlich? Alter, sieht das genial. Alter. Alter. Das ist majestätisch. Boah. Boah, schön. Feier ich ja gerade ein bisschen heftig, ne? Heftig. Aber ich muss jetzt wieder schlafen. Boah, das nervt mich hier. Boah, Alter, wie schön. Entschuldigung. Ich verderb nicht die Stimmung. Das ist nicht wahr. Alter, Alter, ist das genial. Oh, der Shader, den lieb ich gerade so, ey. Und die Musik passt doch irgendwie voll dazu. Und ich wette, in einem Gebiet, beispielsweise Second Life Gebiet und so weiter, da wird es auch nicht so ruckeln, dann wird es richtig Spaß machen. So, einmal mal schnell gucken, ob ich noch den einen oder anderen Setzling hier errettern kann. Tatsächlich noch einen. Alter, wir haben jetzt echt viel abgestoppt. Und hier oben ist auch noch einer gewesen, oder? Huck! Verschwinde. Sonst spalte ich dir mit meiner Axt den Schädel. Huha-hi! Nicht. Gut, nee, halt die Klappe. Nicht Großfresse haben und da nicht raustrauen. Dann stell dich wie ein Mann, der du nicht bist, du Zombie-Idiot. So. So, mit diesem Birkenholz können wir uns dann gleich endlich aufmachen zur Bibliothek. Dann machen wir die mal ein bisschen hübscher. Muss noch ein paar Bilder craften und noch ein paar Druckplatten und noch ein paar Rahmen. Wobei, ich weiß gar nicht mehr, wie man die Rahmen macht. Ich kenne die Rahmenbedingungen nicht. Boah. Oh mein Gott, das tut mir so weh. Jeder schlechte Witz. Für jeden schlechten Witz stirbt eine Fliege in Ostafrika. Ich weiß nicht, warum ich das so gesagt habe jetzt, aber. La 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 la. So, also wir haben gut abgestaubt, Alter. 13 Setzlinge. 13, das ist mega. Das ist eine mega Ausbeute. So viel hatte ich noch nie. So, nein, was ich sagen wollte, genau. Seht ihr, da ist schon wieder das Problem. Ich wollte was sagen, dann habe ich noch ein Thema angesprochen, noch ein Thema und schon war das Ursprungsthema wieder komplett verflogen. Das Problem ist, ich bin ja immer noch nach 1000 Folgen hier, weil ich dir gestaffelt aufnehme. Also, ne? Wie gesagt, ich habe hier noch November. Das heißt, ich bin ja noch privat auch noch dabei, noch ein bisschen zu lernen, wie man hier und dort ein bisschen was schöner macht, Dekorationen und Ideen und so weiter und so fort. Bisschen selbst erfinden, bisschen selber machen, ein bisschen tun. Und da ist das Problem immer, alles, was ich jetzt mache, das, alles, was ich lerne, kann ich jetzt nicht zeitnah umsetzen. Ich dürfte eigentlich gar nicht so viel aufnehmen. Mach's aber trotzdem, weil ich Minecraft liebe und weil ich jetzt aufnehmen kann und Bock habe aufzunehmen.
ist ein kleines Dilemma. Und das größere Problem, wie gesagt, jetzt dürfen wir mittlerweile schon fast den 24. haben. Anfang des Jahres kommt 1.14 raus. Ich meine, gut, das heißt ja nicht, dass dann alles andere, was wir bis hierhin gespielt haben, jetzt weg ist. Das heißt nur, dass wir hiermit weiterspielen, halt wahrscheinlich dann ohne Shader und ohne... Ah, Texturenpaket bleibt. Ja, Optifine wird hier alles dann gemacht und dann, boah, dann wird ja... Nee, im Gegenteil, warte mal, das sieht ja noch besser dann. Das wird ja dann noch besser. Dann habe ich hier noch mehr zum... Boah, nee, das wird nice. Ich nehme alles zurück. So, gehe ich jetzt in die Wüste? Oder gehe ich jetzt hier erstmal... Ich würde sagen, nee. Boah, Alter. Ich mag den Shader irgendwie. Boah, ich mag den wirklich. Der ist nice. So, wie viel Birk haben wir denn? Ja, ich denke mal, damit gehen wir jetzt erstmal in die Bibliothek. Oder erst in der nächsten Folge.